Ein unscharfes Schwarz-Weiß-Foto aus den 40er Jahren. Hinter ihm verbirgt sich einer der spektakulärsten Kunstfälscherskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Im Mittelpunkt eine wohlsituierte Dame, an den Wänden eine wertvolle Gemäldesammlung. Bilder wie von Max Pechstein, Fernand Léger und Heinrich Campendonck, berühmte Künstler der klassischen Moderne. Angebliche Originale, die der Meisterfälscher Wolfgang Beltracchi malte und in alle Welt verkaufte. Natürlich tut mir auch dieser kriminelle Akt leid, also das Fälschen der Signatur. Meine Bilder aber nicht. Ne? Meine Bilder tun mir nicht leid. Wolfgang Beltracchi und seine Komplizen verdienen Millionen mit den Bildern. Es gibt Meinungen, wonach durch diese Fälschungskriminalität am Kunsthandel ähnlich hohe Gewinne erzielt werden können wie im Drogen- und Waffenhandel. Noch längst sind nicht alle Fälschungen von Wolfgang Beltracchi entlarvt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Spur der Täter. Mehr als 30 Jahre lang täuschen Wolfgang Beltracchi und seine Komplizen Auktionshäuser, Kunstexperten, Händler und Sammler. Mit einem äußerst raffinierten Plan halten sie die gesamte Kunstwelt zum Narren. So lange, bis die Polizei ihnen auf der Spur ist und der Betrug auffliegt. Es ist ein riesiges Medienspektakel, als Wolfgang Beltracchi und seine Komplizen, darunter seine Ehefrau Helene, im Oktober 2011 vor Gericht stehen. Wolfgang Beltracchi rühmt sich vieler Fälschungen von Meistern der Moderne, die weltweit als Originale verkauft wurden. Bilder, die Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sein sollen. Von Expressionisten wie Heinrich Campendonck, der zur berühmten Künstlergruppe Blauer Reiter gehörte. Oder Max Pechstein, der gebürtige Sachse, der Mitglied in der Künstlervereinigung Brücke war. Mit den vermeintlichen Originalen verdiente Wolfgang Beltracchi mindestens 16 Millionen Euro. Der Leiter des Dezernats für Kunstdelikte, René Allange, ermittelte damals. Das Besondere am Fall Beltracchi ist das Ausmaß, wie viele Fälschungen in Verkehr gebracht wurden, warum das so lange unentdeckt blieb, auch die Internationalität dieses Falles. Doch wer ist eigentlich Wolfgang Beltracchi, hinter dem die Polizei schon vor seinem Namenswechsel ermittelte? Wolfgang Beltracchi wird am 4. Februar 1951 als Wolfgang Fischer in Höxter geboren. Er ist Sohn eines Kirchenmalers. Schon als Kind fängt Wolfgang an zu malen. Als 14-Jähriger soll er seine erste Kopie erschaffen haben. Ende der 60er Jahre beginnt Wolfgang Fischer ein Kunststudium. Und obwohl er sehr begabt ist, bricht er es ab. Bis Mitte der 80er soll er als Hippie gelebt haben. Um sein Leben zu finanzieren, soll er Werke alter Meister restauriert oder kopiert und die für ein paar hundert Mark auf Flohmärkten verkauft haben. Und das ist erst der Anfang. Wolfgang Fischer macht die Kunstfälschung zu seinem Hauptberuf. So fing er an, Bilder im Stile von Künstlern der klassischen Moderne zu malen, blieb dabei aber im Hintergrund. Sein Komplize Otto S. sollte die Bilder gewinnträchtig an den Mann bringen. Er hatte das gewisse Auftreten, was notwendig ist, um halt solche Sammlungen auch gut präsentieren zu können. Er wirkte sicher, er war kunstaffin und er konnte durch sein Auftreten darüber hinwegtäuschen, dass er eigentlich ein ganz normaler Mensch ist, der also sonst eigentlich nicht mit so großartigen Sammlungen zu tun hatte. So wurden einflussreiche Kunstexperten von der Echtheit der Bilder überzeugt. 1992 lernt Wolfgang Fischer Helene Beltracchi kennen. Ein Jahr später heiraten sie. Er nimmt ihren Namen an. Sie leben jetzt als die Beltracchis in der Nähe von Krefeld.
Die von ihm geschaffenen vermeintlichen Originale werden in großen Auktionshäusern mittlerweile für fünfstellige Beträge versteigert. ...1995 sucht das Berliner Dezernat für Kunstdelikte das erste Mal nach ihm. Denn es sind gefälschte Bilder aus den 80er Jahren aufgetaucht. Der Namenswechsel macht es den Polizisten allerdings nicht leicht. Aus unseren Ermittlungsakten war uns der Name Wolfgang Fischer zunächst nur bekannt. Und zwar als jemand, der Ende der 80er Jahre, zu Beginn der 90er Jahre offensichtlich im Bundesgebiet und auch hier in Berlin Fälschungen in Verkehr gebracht hat. Wir haben damals eine Ermittlungsersuchung nach Krefeld gestellt, aber zu dem Zeitpunkt war Wolfgang Fischer schon abgetaucht, beziehungsweise Freunde von ihm sagten aus, er sei auf Weltreise gegangen. Ende der 90er Jahre wird das Ehepaar Beltracchi in Metz in Südfrankreich sesshaft. Für die deutschen LKA-Ermittler scheinen sie unauffindbar. Von dort aus bringen sie weiter ungestört gefälschte Bilder in den Umlauf. Doch was machte den Kunstfälscher so erfolgreich? Er wusste, dass das Fälschen von existierenden Gemälden riskant war. Deshalb verfolgte er das Prinzip der Neuschöpfung. Besonders interessierten ihn Bilder von Künstlern, die seit der Nazizeit als verschollen galten. Studierte diese bis ins kleinste Detail. In einem späteren Interview spricht er darüber. Man muss es ja genauso malen, wie der Maler es gemalt hat. Und dann in dieses Werk reingehen, sich damit auseinandersetzen, mit der Zeit, mit dem Maler und auch in der gleichen Zeit das Bild malen. Und mit der Handschrift. Das ist so, als ob sie einen Brief schreiben von ihrer Frau jetzt zum Beispiel. Ja. Aber nicht nur das Kunstwerk muss echt wirken, sondern auch die Herkunftsgeschichte muss plausibel klingen. Dafür nutzt er die Geschichte des bekannten Galeristen Alfred Flechtheim. Kunsthistoriker Ralf Jentsch ist Experte der Sammlung. Flechtheim hatte schon früh eine großartige Sammlung französischer Impressionisten und auch deutscher Expressionisten aufgebaut. Und das alles hing bei ihm in seiner Wohnung in der Bleibtreustraße und zum Teil eben auch in seinen Galerien in Düsseldorf und Berlin. Und als dann 1933 die Nazis an die Macht kamen, musste er als Jude aus Deutschland fliehen. Und da ist dann ein Großteil der Flechtheim-Sammlung verschwunden und bis heute nicht mehr aufgetaucht. Eine verschollene Sammlung, wie für Wolfgang Beltracchi gemacht. Und er entwirft sogar ein eigenes Galerie-Etikett mit dem Konterfei von Alfred Flechtheim. Der falsche Aufkleber sollte den Bildern eine besonders exklusive Herkunft verleihen. Die wiederauferstandenen Machwerke speist mitunter Helene Beltracchi in den Markt ein. Die angeblichen Originale aus der privaten Sammlung ihres Großvaters Werner Jäger. Dann fragte man natürlich, wieso haben Sie so viele Bilder? Und dann sagt man automatisch, das ist das Erste, was mir eingefallen ist, aus der Familie. Mein Großvater ist 92 gestorben. Aha. Den habe ich auch nur in meinem Leben zweimal gesehen. Hatte keine große Beziehung zu ihm. Und dann habe ich den Herrn Großvater halt zum Sammler gemacht. Um die Sammlung Jägers glaubhaft zu untermauern, machte das Ehepaar historische Interieuraufnahmen. Helene Beltracchi posiert darauf wie ihre eigene Großmutter. Im Hintergrund ist die angebliche Sammlung zu sehen. Ein perfekter Plan für die Vermarktung der Bilder. Im Laufe der Jahre waren aus der Sammlung Werner Jägers immer wieder wohldosiert Werke auf den Markt gekommen. Und so entstand natürlich auch ein gewisses Renommee der Sammlung. Und die Echtheit der Werke wurde auch nicht mehr richtig hinterfragt. Allerdings benötigen solche Originale auch Gutachten von ausgewiesenen Experten. Es wurden ja immer auch schriftliche, sag ich mal, Bestätigungen eingefordert. Und das hat in vielen Fällen geklappt. Experten wurden getäuscht oder ließen sich täuschen. Also ich glaube, dass die Gier bei diesen sozusagen aus dem Nichts aufgetauchten Bildern, dass die überwogen hat und manchem auch Experten die Augen verschlossen hat.
Und Wolfgang Beltracchi geht für eine perfekte Fälschung noch viel weiter. Auf Flohmärkten besorgt er sich unbedeutende Gemälde aus den anfänglichen Jahren des 20. Jahrhunderts. In seinem Atelier schleift er sie bis auf die reine Leinwand herunter, um dann sein Motiv darauf zu malen. So passen Rahmen und Leinwände zu der Ära, in der er ein Werk wieder auferstehen lässt. Auch bei den Farben und Pigmenten überlässt er nichts dem Zufall. Die kauft er aus alten Beständen, mischt sie selbst zusammen. Und er geht noch einen Schritt weiter. Verabreicht den Bildern eine Schmutzschicht, damit sie auch wirklich alt aussehen. Und Wolfgang Beltracchi malt so viele Bilder, dass sich das Paar ein Leben im Luxus leisten kann. 2006 kauft er aus den Erlösen von den vermeintlichen Meisterwerken ein Villengrundstück in Freiburg für 1,1 Millionen Euro. Er trifft mit seinen gefälschten Gemälden den Nerv des Kunstmarktes. Besonders gefragt, Bilder der klassischen Moderne. Internationale Auktionshäuser versteigern die angeblichen Originale in Millionenhöhe. Rechtsanwältin Gräfin von Brühl weiß, wie der Kunstmarkt funktioniert. Ein Grundprinzip des Kunstmarkts ist, dass es eigentlich immer etwas zu wenig Ware gibt und dass die Superstücke, um die Superstücke ein großer Wettlauf stattfindet. Und Wolfgang Beltracchi bedient den Markt mit solchen außergewöhnlichen Objekten. Auch mit diesem Bild, mit dem Namen Rotes Bild mit Pferden, angeblich von Heinrich Campendonk 1914 gemalt. Es galt 70 Jahre lang als verschollen. Im damaligen Ausstellungskatalog der Sammlung Flechtheim ist das Bild aufgelistet, allerdings ohne Foto. 29. November 2006. Auktionstag im Kölner Kunsthaus Lempertz. Als das Bild von Heinrich Campendonk, Rotes Bild mit Pferden, angeboten wurde, war man zunächst von der Qualität begeistert. Und auch der Sohn, Herbert Campendonk, hat das Bild vor der Auktion als authentisch bestätigt. Insofern wurde das Bild nach eingehender Prüfung und der Expertise des Nachlasses dann mit einer Taxe von 800.000 bis 1,2 Millionen angeboten. Und erst die Versteigerung brachte dann den Rekordzuschlag für Heinrich Campendonk von 2,4 Millionen Zuschlagspreis. Später wird das Auktionshaus die Kommission von knapp 500.000 Euro dem Käufer zurückerstatten. Und es ist nicht das erste Werk, welches das Auktionshaus Lempertz von der gleichen Quelle bezogen hatte. Schon 3 Jahre zuvor, 2003, versteigerte es ein Werk von Max Pechstein, Liegender Akt mit Katze, für eine knappe 500.000. November 2006, Schweiz. Die Galeristin in Genf, Sofia Komarova, sollte das ersteigerte Werk Rotes Bild mit Pferden für den Käufer abwickeln, Nachweise für die Echtheit des Bildes zusammenstellen. Wir erledigen alle Arbeiten rund um den Kauf eines Bildes. Wir holen schriftliche Expertisen ein, falls die noch nicht vorhanden sind. Nehmen Recherchen vor, woher das Bild stammt. Prüfen die Herkunft. Dann sind da noch Verwaltungsarbeiten wie Versicherung und der Transport. Doch eine schriftliche Echtheitsexpertise gab es nicht. Nur eine mündliche vom Erben Campendonks. Die Galeristin wird stutzig. Erste Zweifel kommen auf. Ich hatte sofort gesehen, die nötigen detaillierten Informationen zu dem Bild fehlten. Es gab weder ein Foto noch technische Details. Es gab nur den Titel, Rotes Bild mit Pferden, eben sehr allgemein. Und ob es tatsächlich jemals auf Leinwand gemalt worden war, wie jetzt behauptet, dafür gab es keinen einzigen Hinweis. Monate werden vergehen, bis es Klarheit über dieses Bild gibt. 2009, Berlin. Ganz unabhängig davon beschäftigen sich die Ermittler des Landeskriminalamtes mit einer Serie von gefälschten Kunstwerken, auch von Heinrich Campendonk. Es ging damals um gefälschte Aquarelle, wo wir nicht herausgefunden hatten,
wer der Fälscher ist, aber wir haben herausgefunden durch unsere Arbeit in den Laboren, dass es sich um Fälschungen handelt. Und eine dieser Fälschungen ist auch im Kölner Auktionshaus Lemperz versteigert worden. Wenige Wochen später, im März 2010, ermitteln die Beamten deswegen im Kölner Auktionshaus vor Ort. Hintergrund der Durchsuchung war, dass wir herausfinden wollten, wer hat das Kunstwerk bei Lemperz eingeliefert, was hat derjenige gesagt zur Herkunft dieses Kunstwerkes. Und da sind wir auf Zeugen gestoßen, die gesagt haben, diese Aquarelle stammen aus derselben Quelle wie das rote Bild mit Pferden. Dass längst um die Echtheit des roten Bildes mit Pferden gestritten wurde, davon wussten die Ermittler bis dahin nichts. 2008 gab es sogar eine naturwissenschaftliche Untersuchung. Die Ergebnisse waren aber nicht eindeutig genug. Gegen das Auktionshaus Lemperz lief eine Zivilklage über die Rücknahme des Bildes. Wir hatten zu Beginn eigentlich nicht viel mehr in der Hand als ein naturwissenschaftliches Gutachten, das besagte, dass die Pigmente nicht aus der angeblichen Entstehungszeit stammten. Zeitgleich recherchiert auch Kunsthistoriker Ralf Jentsch. Er war von Anfang an skeptisch gegenüber dem Etikett auf der Rückseite des Gemäldes. Ich habe sofort gedacht, Alfred Flechtheim hätte nie zugelassen, so dümmlich abgebildet zu werden. Und dann waren ja auch bekannte Künstler in seiner Galerie, die hätten das als eine Aufgabe empfunden, ein tolles Label für Flechtheim zu machen und das dann auch mit einem Monogramm zu versehen. Das war alles nicht vorhanden. Der Experte fragt in Museen, bei Kunsthäusern und Sammlern nach. Klebt dieses Etikett noch auf weiteren Bildern? Und dann ergab es sich, dass also weitere Bilder auftauchten und ich habe dann selber Nachforschungen angestellt und alles dasselbe Schema, diese schlecht gemachten Aufkleber. Und auch die Galeristin aus Genf kommt dem Fälschungsbetrug auf die Schliche. Also haben wir die Aufkleber verglichen und so habe ich die Recherchen etwas ausgeweitet, mit anderen Experten auch abseits von Kampendonk. Und beim 20. Gemälde habe ich mir gesagt, hier handelt es sich um ein Fälschernetzwerk. März 2010, Berlin. Aufgrund dieser Informationen stellt der Käufer des roten Bildes mit Pferden eine Strafanzeige beim Landeskriminalamt. Auch den Ermittlern gerät der Flechtheim-Aufkleber ins Visier. Sie lassen ihn im kriminaltechnischen Labor untersuchen. Im Speziellen haben wir uns natürlich auch mal diesen Aufkleber angesehen. Und unsere Forscher im Labor haben herausgefunden, zwei interessante Sachen im Zusammenhang mit diesem Aufkleber. Er sollte ja aus den 20er Jahren sein, aber aufgeklebt war er mit einer Verbindung, die, sag ich mal, dem Sekundenkleber ähnelt, also doch ein erst in den 50er Jahren patentiertes Verfahren. Zum anderen war das Papier in Nikotin getränkt, also damit es vergilbt aussieht. Und das waren schon mal erste handfeste Sachen, die, sag ich mal, uns doch überzeugt haben, dass wir es doch hier mit einem größer angelegten Betrug zu tun haben. Doch wer hinter den Fälschungen steckt, ahnen sie da noch nicht. Vor allem nicht, dass sie den Fälscher schon längst kennen. Nur unter einem anderen Namen, als er noch Wolfgang Fischer hieß. Viele Vernehmungen setzen ein, in Auktionshäusern, Museen, bei Händlern. Die ersten Verdächtigen sollen Helene Beltracchi und Jeanette S. sein, denn die hatten die Bilder in den Häusern eingeliefert. Die Polizei hört ihre Telefone ab und dabei hören die Beamten mit, wie Helene Beltracchi aus Frankreich heraus einen neuen Coup vorbereitet. Aufgrund der Überwachungsmaßnahmen verdichteten sich die Hinweise, dass insbesondere Helene Beltracchi Kontakt zu einem deutschen Museum hatte, dort offensichtlich auch schon zwei Werke bekannter französischer Expressionisten,
deponiert hatte und diese Werke in den Verkauf gelangen sollten. Es war dann offensichtlich auch ein Kaufinteressent gefunden, der bereit war, maximal 10 Millionen Euro für diese beiden Werke auszugeben. 25. August 2010, Köln. Die Beamten wollen diesen Verkauf verhindern. Durchsuchen Wohnungen der Angehörigen von Helene Beltracchi. Noch an dem Tag stellt sich heraus, die Sammlung Werner Jägers existiert nicht. Und als der Sohn von Helene Beltracchis Schwester die Nerven verliert, kommen sie dem Fälscher endlich auf die Schliche. Dieser Sohn war über die Maßnahmen sehr außer sich gewesen und hat also wirklich auch von sich aus gesagt, dass also alles nur mit dem Wolfgang Beltracchi in Verbindung stehen könne, dieser ganze Tatvorwurf, der im Raum stand. Und er war sehr, sehr erbost auf seinen Familienangehörigen. Und so wurde uns überhaupt auch erst der Name Wolfgang Beltracchi offenkundig. Jetzt sind die Ermittler Wolfgang Beltracchi auf den Fersen. Im Laufe der Überwachungsaktion wird klar, dass sie es eigentlich mit Wolfgang Fischer zu tun haben, den sie schon Jahre zuvor wegen eines anderen Fälschungsdelikts vernehmen wollten. Und es dauert nicht lang, die Ermittler durchsuchen seine Villa. In Freiburg haben wir dann festgestellt, durch eine Auswertung der dort vorhandenen Videoüberwachung des Anwesens, dass eine halbe Stunde vor dem Eintreffen der Polizei ein junger Mann das Anwesen verließ. Unter dem Arm hatte er augenscheinlich ein oder zwei Rechner gehabt. Später stellte sich heraus, dass Wolfgang Beltracchi seinen Sohn beauftragt hat, mutmaßlich belastendes Material aus dem Anwesen zu schaffen. Doch finden die Beamten noch genügend Beweise, die auf eine Fälscherwerkstatt hindeuten. Wir haben also eine umfangreiche Bibliothek gefunden, die sich also mit Künstlern befasste, die also auch Gegenstand unseres Verfahrens war. Wir haben einen Projektor gefunden, weil wir schon Hinweise hatten, dass also der Fälscher offensichtlich auch mit Projektoren gearbeitet hatte. Also es war insgesamt eine erfolgreiche Durchsuchung aus Sicht der Ermittlungsbehörden. So soll der Fälscher eine vorhandene Originalskizze von Max Pechstein nachgezeichnet haben. Daraus fertigte er dann ein Ölbild. Doch diese Kopie machte die Kunstexperten erst recht stutzig. Das konnte sehr gut nachgewiesen werden durch sogenannte Überblendungstechniken, indem man praktisch die Vorzeichnung und das spätere Werk des Fälschers nimmt und übereinander legt. Und dann hat man eigentlich den Beweis, dass hier kopiert wurde und es sich nicht um eine freie Schöpfung des Fälschers handelt. Die Beamten sichern in Museen und privaten Sammlungen vermeintliche Originale vom Fälscher. Ein Teil der Bilder wird im Auftrag des LKAs im Forschungslabor Rathgen der Staatlichen Museen zu Berlin naturwissenschaftlich untersucht. Dort bin ich mit dem Chemiker Stefan Röhrs verabredet. Das LKA hat Sie ja damals im Fall Beltracchi auch um Mitarbeit, um Ihre Einschätzung gebeten. Auf welche Details achten Sie, wenn Sie so ein Bild analysieren? Wir suchen nach Materialien, die es zur vermeintlichen Herstellungszeit des Bildes noch nicht gegeben hat. Also Materialien, die erst später erfunden oder in der Kunstmalerei verwendet worden sind. Der Chemiker untersucht 7 der von der Polizei beschlagnahmten Bilder. Analysiert sie im Detail, um herauszufinden, ob sie echt oder gefälscht sind. Nutzt dabei zuerst eine Methode, bei der das Bild nicht beschädigt wird. In den Farben des Bildes sucht er zunächst nach Titan. Denn bei weißen Farben wird heute ein titanhaltiges Weiß verwendet, früher aber nicht. Was machen Sie jetzt an dem Gerät? Wie heißt das überhaupt? Das ist unser Mikroröntgenfluoreszenzspektrometer. Da haben wir hier eine Röntgenröhre, ja, wo die Röntgenstrahlung rauskommt und auf einen kleinen Punkt auf dem Bild fokussiert wird. Dann bekommen wir von dem Bild charakteristische Röntgenstrahlung zurück, die vom Detektor aufgenommen wird. Und diese Strahlung enthält Informationen zu den Elementen, die sich im Bild befinden. Bei der Untersuchung eines angeblichen Gemäldes von André Derain hat der Wissenschaftler gleich mehrere Farbpunkte auf dem Bild untersucht.
Also da haben sie sich ja beim Beltracchi richtig ins Zeug gelegt. Das sind ja, 80 verschiedene Punkte, die sie untersucht haben. Ja, genau. Ja. Und zwei Punkte sind in den weißen Farben besonders verdächtig. Und das ist jetzt Ihr Punkt 38. Das ist das Spektrum, was wir an dieser Stelle gemessen haben. Und wir können erkennen, dass dieses Spektrum gerade beim Titan ein besonders hohes Signal zeigt, was uns eben sagt, dass halt vor allen Dingen Titan hier an dieser Stelle vorhanden ist. Eine erste Spur, aber noch kein ausreichender Beweis. Nur wenn Titandioxid in Weiß enthalten ist, kann es sich um eine Fälschung handeln. Hierfür muss er die genaue chemische Zusammensetzung einer Farbprobe untersuchen. Die muss er sehr vorsichtig vom Bild nehmen, darf es nicht unnötig beschädigen. Die Partikel, die wir hier haben, sind sicherlich kleiner als ein Zehntel Millimeter, weniger als 100 Mikrometer. Aber das reicht für die Methode. Mit einem hochauflösenden Mikroskop, dem sogenannten Raman-Mikroskop, kann der Chemiker, wie auch in den Fällen der Beltracchi-Bilder, Titanweiß bzw. Titandioxid nachweisen. Das wurde damals in der Malerei noch gar nicht verwendet. Von 1905, wie behauptet? Kann das Bild daher nicht sein, da das Titandioxid erst später in Verwendung kam. Im Forschungslabor Rathgen können 6 Fälschungen nachgewiesen werden. 27. August 2010. Die Beweislage ist erdrückend. Der Kopf der Fälscherbande, das Ehepaar Beltracchi, wird in Deutschland verhaftet. Zu den Tatvorwürfen werden sie bis zum Prozessauftakt schweigen. In der Zwischenzeit nehmen die Beamten die Auslandskonten der Beltracchis unter die Lupe. Für uns war es wichtig, als Ermittler herauszufinden, welche Einnahmen hatten die Tatverdächtigen auf ihren ausländischen Konten. Finden wir möglicherweise darüber noch weitere Geschädigte, die bereits dorthin bezahlt hatten? Wir haben hohe Vermögenswerte festgestellt und es war dann wichtig auch, dass diese Vermögen eingefroren werden und später darüber entschieden wird, ob diese Gelder den Opfern dieser Straftaten zufließen können. Ein Vermögen von 7 Millionen Euro können die Beamten sichern. Am Ende der Ermittlungsarbeit können sie 60 Bilder der Fälscherbande zuordnen. Nur 14 Bilder kommen zur Anklage. Denn viele Fälschungen sind schon längst verjährt. Oktober 2011. Das Urteil wird schnell gefällt. Das Ehepaar Beltracchi muss den Geschädigten 20 Millionen Euro zurückzahlen. Wolfgang Beltracchi wird zu 6 Jahren und Helene zu 4 Jahren Haft verurteilt. Die Komplizen Otto S. zu 5 Jahren Haft. Jeanette S. kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Wolfgang Beltracchi für immer kuriert. Ich würde für kein Geld der Welt würde ich noch mal ein Bild fälschen. Obwohl ich da Angebot kriege, ne? Können Sie sich ja vorstellen. Niemals will ich das mehr machen. Inzwischen sind mehr als 100 Fälschungen identifiziert. Wolfgang Beltracchi selbst gibt an, bis zu 300 Bilder gefälscht zu haben. Im Januar 2015 werden Helene und Wolfgang Beltracchi aus der Haft entlassen. Seine Reststrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Jetzt leben und arbeiten beide in Köln. Er malt und verkauft seine eigenen Werke. Das war die Spur der Täter für diesmal. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch, 21.15 Uhr, mit neuen spannenden Fällen. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.